Sie ist die Gwendalina. Sie ist erst gestern gekommen. Die Alba hat sie gebracht, ein Landstreicher auf der Straße in Rom ist von der Polizei angehalten worden und die Hündin wurde ihm weggenommen. Sie ist circa 10 Monate alt und hat leider Gottes eine ziemliche Dermatitis von Flöhen. Da haben wir jetzt schon ein Flohmittel gegeben. Und ja, man sieht hier, dass hier, wie gesagt, das Fell sehr schütter ist. Aber sie ist jung und sie wird das schnell alles wieder nachholen. Sie ist sehr hübsch, schon ein großes Mädchen. Wie gesagt, 10 Monate alt, muss noch kastriert werden und ist jetzt einmal bei uns hier eingezogen. Na, Spatzi, hübsche Maus. Ihr Schicksal wäre gewesen, in das größte Tierheim von Rom mit über 1000 Hunden einzuziehen. Und das wollte die Alba in erster Linie ersparen.